Hallo meine Lieben, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen keltischen Kreuzlegung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid, dass du wieder dabei bist. Und falls du jetzt ganz neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein neues keltisches Kreuzorakel. Und ich habe natürlich auch keine Ahnung, was sich darunter für ein Thema verbirgt. Also natürlich habe ich mir die Karten nicht angeguckt. Ich lasse mich ganz einfach überraschen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall gemeinsam herausfinden. Ich hatte das deshalb nicht live gemacht vor der Kamera, weil ich nicht wollte, dass es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, weil ich gehe davon aus, okay, dieses Orakel wird jetzt wahrscheinlich eine Weile dauern. Na, also ich warne dich schon mal vor. Ich meine, du weißt jetzt ungefähr schon, wie lange das Video geht. Ist klar, du siehst es ja jetzt gerade. Ich weiß es noch nicht, aber ich würde auf jeden Fall vorschlagen, du kannst dir auf jeden Fall einen Tee holen, was zu knabbern oder was auch immer. Ja, also du kannst dich auf jeden Fall dann gleich zurücklehnen und einfach das Orakel genießen. Ja, und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Thema ist. Das kann ein Liebesthema sein. Es kann um das Thema Finanzen gehen, Spiritualität, Beruf. Ich habe keine Ahnung, aber das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Es kann natürlich sein, dass, mal angenommen, das ist jetzt ein Berufsthema. Es könnte natürlich sein, dass ich da gewisse Dinge anspreche, wo du sagst oder wo du sagen könntest, okay, das passt aber bei mir eigentlich gerade schon auf das Thema Liebe. Dann ist das auf jeden Fall so. Das kann wirklich sein, ne? Und das Kartendeck, was ich jetzt hier verwendet habe für das keltische Kreuz, das ist das, ich habe die Verpackung leider nicht mehr, das ist The Wizard's Tarot. Und die Karte hier, die du jetzt hier siehst, diese ganz ultra große Karte, die gehört jetzt nicht zu der keltischen Kreuzlegung. Das ist die Karte, das ist sozusagen die ganz große Überschrift dieser Legung. Darum geht es im Großen und Ganzen, das ist die Hauptenergie, darum geht es, ne, das Hauptthema. Und das ist das, Moment, das ist das Rörik-Tarot. Ja, die Karten, wie gesagt, die sind absolut riesig, die sind so groß und ja, die Karte hier an der Seite, die kommt normalerweise da oben hin, aber sie hat nicht mehr hingepasst, deswegen liegt sie jetzt da, sodass du das auf jeden Fall schon sehen kannst. So, genau. Ich habe das keltische Kreuz auch ein wenig umgeändert, wie zum Beispiel hier an der Seite bei den beiden links. Da kommt ja normalerweise nur eine Karte hin. Ich habe das dementsprechend so für mich umgeändert, wie es sozusagen für mich passt. Ja, also ich habe das keltische Kreuz sozusagen passend gemacht. Ich wollte jetzt aber sagen, wir fangen an. Gleich mit deiner Ausgangssituation. Ich werde dann auf jeden Fall zum Schluss noch ein paar Orakelkarten für dich ziehen. Und wenn es irgendwas abzuklären gibt, dann werde ich das ebenfalls tun. Ich muss mal gucken, mit welchen Karten ich das dann mache. Das sage ich dir dann. Genau, ich würde sagen, wir starten. Und zwar, nein, nicht mit dieser. Oh mein Gott, das hätte ich beinahe vergessen. Diese Karte hier. Das ist sozusagen diese ganz große Überschrift dieser Legung. Die Hauptenergie, darum geht es. Schauen wir uns die Karte mal an. Und da geht es jetzt hier um die Sechs der Schwerter. Okay, die Sechs der Schwerter, das ist eine eigentlich ganz coole Energie. Hier geht es auf jeden Fall um Experimentierfreude. Hier geht es wirklich darum, dass man sich wirklich gewissen Dingen stellen soll. Es geht darum, dass man sich Herausforderungen aber ebenfalls stellt. Weil wenn du da mal hier siehst, ja, wenn du dir die Karte mal genauer ansiehst, dann sehen wir hier auf jeden Fall ein Labyrinth. Es geht auf jeden Fall um ein bestimmtes Ziel, was du erreichen möchtest oder worauf du hinarbeitest. Was du erreichen möchtest, ne? Aber hier wird gesagt, okay, es ist notwendig, dass du dich trotzdem auf den Weg machst, auch wenn es bedeutet, es könnte schwierig werden. Ja, auch wenn du das Gefühl hast, du bist verwirrt, du weißt noch nicht so ganz in welche Richtung, du weißt nicht genau, welche Entscheidung du treffen sollst, du weißt nicht, was das Richtige ist für dich. Hier wird einfach gesagt, Augen zu und durch. Ja, das ist genau das, was hier damit gemeint ist. Wenn du an dein bestimmtes Ziel kommen möchtest, dann heißt das, okay, Augen zu und durch, auch wenn es bedeutet, dass du hin und wieder vor Herausforderungen gestellt wirst, auch wenn das bedeutet, dass man dir Steine in den Weg legt. Wenn du das Gefühl hast, du kommst überhaupt nicht vorwärts und musst nochmal zurückgehen. Ja, hier wird gesagt, okay, es ist an der Zeit, dass man jetzt hier sozusagen ins Tun kommt. Also hier geht es darum, sich wirklich auf den Weg zu machen. Lass dich vor gewissen Sackgassen, vor Hindernissen nicht abhalten, dein Ziel zu erreichen. Na, das ist das, was diese Karte mir jetzt hier ganz klar sagt. Das ist sozusagen der Haupteinfluss, das ist die Hauptenergie, darum geht es im Großen und Ganzen, was auch immer das bedeutet. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt deine Ausgangssituation an, die ich eigentlich eben schon gucken wollte. Naja, so, deine Ausgangssituation, dort stehst du gerade. Das ist der Turm. Du hast das Gefühl, dass alles Mögliche gerade zusammenbricht. Du hast das Gefühl, dass dein Leben momentan wirklich, dass dein Leben zusammenbricht. Gewisse Strukturen, gewisse
Verhaltensmuster, gewisse Denkmuster. Also du hast auf jeden Fall schon das Gefühl, wir werden das auf jeden Fall gleich noch mit dieser Karte näher erklärt sehen. Aber der Turm, das ist wirklich so dieses Wachrütteln. Das ist so dieses, ja, wach endlich auf irgendwo. Das ist der Weckruf. Es geht darum, dass etwas zusammenfallen muss. Etwas muss nun zusammenfallen. Etwas muss losgelassen werden. Es geht darum, nun wirklich radikale Veränderungen vorzunehmen. Der Turm steht manchmal auch so ein bisschen für Schocks, für unerwartete Ereignisse, für überraschende Veränderungen, für überraschende irgendetwas, was überraschend beendet wurde, eventuell ein Job oder eine Beziehung. Möglicherweise geht es hier aber auch um Themen, mit denen du schon lange sehr, sehr stark zu kämpfen hast. Der Turm ist, wie ich eben schon gesagt habe, der Zusammenbruch von irgendetwas, was festgefahren ist. Ja? Okay, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die Karte an. Das war ja die, die hier über Kreuz war. Über Kreuz war, nicht mit G, mit K. Also diese war jetzt ja über Kreuz. Und das ist sozusagen die nähere Erklärung dieser Karte. Und da hast du jetzt hier der König der Schwerter. Es geht wahrscheinlich um irgendwelche Verhaltensmuster. Es geht um Denkmuster. Irgendwie, vielleicht sogar auch dein Ego. Weil manchmal repräsentiert der Turm auch das Ego. Ja. Es geht um irgendetwas, du hast dir wahrscheinlich irgendetwas vorgestellt, irgendetwas geplant, aber nun stellst du gerade fest, okay, es klappt irgendwie nicht. Na, es kann natürlich aber auch sein, dass es etwas mit einer Person zu tun hat, eventuell mit einem Luftzeichen, Wassermann, Waage oder Zwillinge. Oder es kann natürlich auch sein, dass dich das gerade darstellt. Der König der Schwerter ist natürlich die höchste Energie, ne? Weil erst kommt ja das Ass der Schwerter und zum Schluss kommt ja sozusagen der König der Schwerter. Also geht es hier auf jeden Fall um eine Energie, die schon sehr, sehr scharfsinnig ist. Auf jeden Fall geht es hier schon um das, ja, um Schlagfertigkeit irgendwo. Es geht, also wie gesagt, der König ist jemand, der ist sehr weiser. Es ist jemand, der führt andere, der motiviert andere, der geht mit gutem Beispiel voran, der hat schon sehr, sehr viel gemeistert, der weiß auf jeden Fall auch, wer er ist und der weiß auf jeden Fall auch, sich zu behaupten. Möglicherweise wird es jetzt an der Zeit, dass du in diese Energie hineinkommst. Ja. In die Energie des Schwertkönigs. Einige von euch sind vermutlich auch sehr, sehr redegewandt, sehr gut im Kommunizieren, ein Berater eventuell, das könnte ebenfalls der Fall sein. Aber wenn das jetzt hier eine bestimmte Person ist, dann könnte es wirklich sein, dass hier irgendetwas mit dieser Person sozusagen zusammenbricht. Irgendetwas, was nicht mehr sein soll. Irgendeine Situation, wo man nicht vorwärts gekommen ist. Eine Situation, wo man nicht wirklich auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist. Wahrscheinlich auch Meinungsverschiedenheiten, aber ich habe das Gefühl, bei vielen mit diesem Orakel könnte es ebenfalls wirklich die Energie sein. Na, möglicherweise war man in letzter Zeit viel zu sehr im Kopf. Das kann ebenfalls der Fall sein. Weil wenn man zu sehr im Kopf ist und der Kopf, der, beziehungsweise unsere Gedanken, die reden ein, die können einem manchmal Dinge einreden, das ist nicht mal feierlich. Ja, also hier wird ebenfalls auch gesagt, okay, durchbrich jetzt nun diesen Teufelskreislauf. Was ich ebenfalls gerade reinbekomme, ist, okay, es geht hier bei einigen von euch sehr, sehr krass um Selbstsabotage. Ja, um irgendwelche Gedankenmuster, die euch total blockieren. Sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich werde das niemals schaffen, mir ist kein Glück vergönnt, ich werde niemals die wahre Liebe finden oder den richtigen Job, der zu mir passt oder sowas. Das sind alles Gedanken, die wirklich von Selbstsabotage sprechen irgendwo. Also man kann auch wirklich sagen, dass du wahrscheinlich gerade selber dein schlimmster Feind bist. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, du hast hier die Energie des Schwertkönigs. Es ist kein Bube, der hier gefallen ist. Es ist der König. Das heißt, du bist auf jeden Fall schon sehr, sehr weise. Du bist auf jeden Fall sehr erfahren auch. Ja, das Einzige, was dir jetzt gerade im Weg steht, ist dein Ego. Ja, das sind deine eigenen Gedanken, die dich hier wirklich immer wieder in die Punkt, Punkt, Punkt reiten. Ne? In die Scheiße reiten, Entschuldigung. Ne? Deswegen, die Sechs der Schwerter sagen, Augen zu und durch. Wenn es darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, auf geht's. Ja. Natürlich wird nicht immer genau alles so ablaufen wie geplant. Das ist normal, weil es gibt ja so ein Sprichwort, wo gesagt wird, Gott lacht, wenn du Pläne schmiedest. Ja. Also vielleicht hast du irgendwas geplant. Es war wahrscheinlich der perfekte Job, den du haben wolltest, der perfekte Partner, der perfekte Mensch. Vielleicht würdest du ein Kind kriegen, schwanger werden, ich weiß es nicht, irgendwas. Es kann natürlich sein, dass da irgendwas gerade passiert, was du dir anders vorgestellt hast. Ja, ich würde sagen, wir gucken auf jeden Fall mal weiter. So, diese Karte jetzt hier oben sagt aus, das ist sozusagen der Ratschlag, den du zum höchsten Wohle befolgen solltest. Also das ist das, was die Engel oder die geistige Welt dir ans Herz legen möchten. Und da haben wir jetzt hier das Ass der Kelche und hier wirst du auf jeden Fall dazu aufgerufen, dass du die Chancen um dich herum wahrnehmen sollst. Aber hier spricht man auch von den Gefühlen. Die Kelche, das sind die Gefühle.
Also hier wird auf jeden Fall auch gesagt, dass du deine Gefühle zeigen sollst, mehr in deine Gefühlswelt auch eintauchen sollst. Möglicherweise geht es aber auch hier um eine spannende Chance, weil Asse stehen sowohl für Chancen als auch für Angebote, die auf einen zukommen könnten, aber auch für einen Neubeginn. Möglicherweise geht es hier aber auch um einen emotionalen Neubeginn. Und was ich gerade bei einigen von euch fühle, ist Folgendes. Ich habe das Gefühl, ihr wart viel zu lange im Kopf, viel zu lange in den Gedanken, viel zu lange im Ego. Ihr habt euch viel zu lange selbst sabotiert. Ihr seid hier in so einer Art, ihr habt euch selbst hier so ein bisschen gefangen genommen, ne? Und deswegen kommt jetzt der Turm, der sagt, Schluss jetzt, ich befreie dich jetzt daraus. Auch wenn das bedeutet, dass erstmal irgendwas wegfallen muss, was dir wahrscheinlich lieb und teuer war. Das dient deshalb, damit du mehr in diese Energie auch ebenfalls hineinkommst. Sowohl in das Ast der Kelche, als auch in die Energie des Schwertkönigs. Ja. Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall um eine Chance, die du hier wahrnehmen sollst. Irgendeine Chance wird dir hier geboten. Pass mal auf, ich werde die Karte mal abklären. Und dazu benutze ich das Numinous Astro Deck. So, okay, was bedeutet jetzt genauer das Ass der Kelche? Das 11. Haus, hier geht es um Freundschaften eventuell. Weil das 11. Haus steht für. Sieht man überhaupt nicht. Also das 11. Haus steht natürlich für Freundschaften. Es geht aber auch so ein Stück weit um deine Zukunft. Möglicherweise geht es jetzt darum, dass du ganz bewusst nun deine Zukunft gestalten möchtest. Es kann natürlich aber auch darauf hindeuten, dass in Zukunft ein Angebot auf dich zukommen wird, was dich erfüllen wird. Entweder etwas im Bereich Liebe, Partnerschaft, etwas Emotionales, Gefühlsbetontes, Gefühlsstarkes, oder es wird etwas Erfüllendes allgemein sein, etwas, was dich zutiefst erfüllt. Wie gesagt, das 11. Haus steht irgendwo aber auch für Wunscherfüllung. Aber ich habe das Gefühl, in Zukunft, also jetzt demnächst, könnte etwas auf dich zukommen, was du auf jeden Fall annehmen solltest. Ja, aber das 11. Haus, da geht es natürlich auch um gewisse Ziele. Ziele, es geht um die Zukunft, es geht um ja, diese Offenheit, etwas anders machen, gewisse Dinge erneuern. Möglicherweise geht es auch um eine Wassermann-Person. Wir haben hier den Schwertkönig, könnte ein Luftzeichen sein. Und hier haben wir das 11. Haus, was über Wassermann herrscht. Also auch eine Wassermann-Energie hier auf jeden Fall. Es könnte sein, dass hier ein Wassermann auf dich zukommen könnte. Was haben wir jetzt hier? Das 8. Haus, Intimität. Okay, es könnte jetzt auf jeden Fall jemand sein, mit dem du hier intim bist, mit dem du eine Affäre haben könntest. Das ist auf jeden Fall etwas, was dann auf dich zukommen könnte, was sehr intensives, was sehr leidenschaftliches. Es könnte aber auch einfach sein, das 8. Haus steht nicht nur unbedingt für Intimität, sondern aber auch einfach für deine Gefühlswelt, für das Private einfach, für deine private Welt, für deine Gefühle, für das Leidenschaftliche auch irgendwo. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich will die Karte mal eben zurücknehmen. Es kann aber auch sein, dass irgendjemand, ein Freund, weil wie gesagt, das ist das Haus der Freundschaften, da hier, was hier damit gemeint ist mit dem 11. Haus, da könnte jemand auf dich zukommen und diese Chance solltest du ergreifen. Bei einigen von euch geht es eventuell aber auch um Menschengruppen, also da, wo mehrere Menschen sind, entweder auf dem Lehrgang. Vielleicht bedeutet das, dass du irgendwas finden wirst, zum Beispiel einen Lehrgang oder Gruppensitzungen. Diese Chance solltest du auf jeden Fall ergreifen. Warte mal ganz kurz, eine Karte möchte ich jetzt noch zur Abklärung. Trine mit Flow. Okay, hier wird auf jeden Fall gesagt, dass du dich darauf einlassen sollst, weil da bekomme ich jetzt ganz, ganz stark rein, okay, fließe einfach mit, lass dich wirklich tragen, ja? Und, warte, ich lese gerade nebenbei, nicht wundern. Ich habe das Gefühl, da wäre aber noch eine Karte. Ja, hier wird gesagt, dass du dich auf jeden Fall darauf einlassen sollst. Lass mal gucken, was ist jetzt hier noch gefallen? Schon wieder Skorpion. Wir hatten eben das 8. Haus und hier haben wir Skorpion, was über das 8. Haus herrscht. Also möglicherweise geht es hier wirklich um. Ich habe das Gefühl, da kommt jemand auf dich zu. Entweder ein guter Freund. Etwas, was mit deiner Zukunft zu tun hat, mit gewissen Zielen, weil wie gesagt, hier habe ich das Gefühl, es geht hier um ein ganz bestimmtes Ziel. Und da wird sich eine Chance dir offenbaren oder vielleicht wird sie sich auch dir gerade jetzt offenbaren. Und diese solltest du auf jeden Fall annehmen. Bei einigen von euch ist es natürlich vielleicht sogar auch was Spirituelles, weil Skorpion und das 8. Haus stehen auch für die Spiritualität, für ja, intuitive Fähigkeiten, spirituelle Fähigkeiten. Weil Skorpione steht aber auch für Dinge, über die man so nicht redet, wie zum Beispiel über den Tod. Also möglicherweise haben einige von euch die Gabe, mit Verstorbenen zu reden oder mit der geistigen Welt. Weil wie gesagt, Skorpion ist eines der,
spirituellsten Zeichen sozusagen. Also geht es hier womöglich auch um spirituelle Fähigkeiten. Und das 11. Haus, wie gesagt, das kannst du wahrscheinlich, vielleicht ist es so, dass du Seminare besuchst oder Seminare gibst. Dann ist es auf jeden Fall etwas, was du tun solltest. Möglicherweise bekommst du auch gerade Zeichen, dass es genau das ist, was du tun solltest. Oder möglicherweise geht es da um ein bestimmtes Ziel. Und da wird dir auf jeden Fall eine Chance geboten, dieses Ziel zu erreichen, damit das in Erfüllung gehen kann für dich. Weil wie gesagt, das 11. Haus steht für mich auch, es steht auch für die Wunscherfüllung. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. So, diese Karte hier unten, diese sagt aus, was du momentan nicht siehst, was du nicht sehen möchtest, was du verdrängst, ne, aber trotzdem da ist. Das sind jetzt hier die 4 der Münzen. Es geht ja um dieses klassische Sicherheitsdenken irgendwo, weil wir sehen hier diese Karte, beziehungsweise wir sehen hier diese Person, die hier wirklich total unbeweglich ist, die momentan wirklich zu stark auf das Geld oder auf die Materie fixiert ist. Ja, also sie hat wahrscheinlich auch Angst, etwas gewisses oder gewisse, ja, sie hat Angst, etwas zu verlieren. Ja, möglicherweise hast du Angst, dass du viel Geld verlieren wirst. Vielleicht geht es auch darum, dass du vielleicht hast du Angst davor, dass du eine gewisse Person verlieren könntest, weil wie gesagt, diese Karte steht für Klammern. Seelisches Klammern, sich nicht lösen wollen, Unbeweglichkeit, man ist nicht lebendig. Ne? Für viele steht diese Karte einfach für das sichere, stabile Fundament. Nicht für mich, zumindest nicht in diesem Kartendeck. Ja, also das ist hier auf jeden Fall schon dieses, ja, etwas nicht rausrücken wollen, dieses Unbewegliche, dieses nicht wirklich Flexible, sag ich mal. Ne, also man ist hier wirklich sehr, sehr stark, Entschuldigung, ich habe gewackelt, man ist hier auf jeden Fall sehr, sehr stark auf die Materie fixiert, auf das Geld verdienen. Und dadurch, dass man ja eben so stark fixiert ist, lebt man einfach nicht wirklich. Ja, lass mich mal abklären. So, schauen wir mal. Was bedeuten jetzt hier genauer die 4 der Münzen? So, da haben wir. Das ist Uranus. Uranus passt sehr, sehr gut zu dem Turm im Tarot. Ich habe das Gefühl, dass momentan einiges bei dir im Leben zusammenbricht. Und ich glaube, das hat etwas mit deinem Sicherheitsdenken zu tun. Wie gesagt, der König der Schwerter, das ist das Luftelement. Also geht es hier entweder um deine Kommunikation oder es geht hier um deine Gedanken. Ich habe das Gefühl, es findet hier momentan eine sehr, sehr krasse Befreiung oder eine Wandlung statt in Bezug auf deine Gedanken, in Bezug auf deinen Blick auf die Materie, auf das Geld oder auf das Außen sozusagen. Na, und wie gesagt, das ist hier die Revolution, das sind die überraschenden Veränderungen, Durchbrüche auch eventuell, Überraschungen. Es geht darum, sich aus einer Situation zu befreien, sich wieder frei zu machen. Ja, was haben wir jetzt hier? Merkur mit Kommunikation. Ich habe eben gesagt, irgendwas ist jetzt hier mit Kommunikation. Merkur steht aber übrigens auch für Gedanken, nicht nur für Kommunikation. Also Merkur steht aber auch für die Gedanken, habe ich eben schon gesagt, aber auch für Grübeleien. Man ist zu sehr im Verstand. Ja, also möglicherweise ist es so, dass du sehr, sehr stark momentan dich auf das Geld konzentrierst. Ja, lass mich mal ganz kurz überlegen, was das jetzt hier noch bedeuten könnte. Genau, also momentan passiert hier einiges bei dir und das hat etwas mit deinen Denkmustern zu tun, mit deinen Finanzen auch eventuell. Ne? Wie denkst du über das Geld? Ja, also ja, es geht ja auf jeden Fall um die Gedanken ums Geld. Möglicherweise ist es sogar aber auch so, dass du viel zu sehr grübelst, viel zu sehr die Dinge bis ins kleinste Detail analysieren möchtest. Ja, das könnte jetzt hier ebenfalls der Fall sein. Lass mich mal noch ganz kurz überlegen, was damit noch gemeint sein könnte. Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, du mit diesem Orakel bist eindeutig gerade in einer Situation, wo du das Gefühl hast, nichts ist mehr wirklich sicher. Nichts ist gerade wirklich sicher. Das ist das Gefühl, was ich bei dir ganz klar spüre. Nichts ist wirklich sicher auf dieser Welt. Ja, und es gibt da, und gerade weil das gerade bei dir passiert, weil wie gesagt, du hast ja den Turm in deiner Ausgangssituation. Das ist das, was gerade bei dir los ist. Ne, dort stehst du gerade. Also momentan möchte hier einiges von dir wegfallen, was einfach nicht mehr wirklich zu dir gehört. Es muss ja nicht unbedingt ums Geld gehen. Es kann aber auch einfach um eine gewisse Form von Sicherheit gehen oder Sicherheitsdenken oder wo du glaubst, das gehört dir in Bezug auf einen bestimmten Menschen auch eventuell. Ja, und deswegen ist es so, gerade weil es so ist, ist es so, dass du krampfhaft versuchst, daran festzuhalten. Weil du Angst davor hast, etwas Bestimmtes zu verlieren. Aber irgendetwas möchte hier gehen bei dir, ganz eindeutig. Irgendwas möchte gehen, was hier einfach nicht mehr zu dir gehört. Aber du klammerst dich da eventuell noch dran. Das 4. Haus.
Das vierte Haus, da geht es wirklich um das Thema Familie. Es geht um dein Zuhause. Möglicherweise hast du Angst, dein Zuhause zu verlieren oder du fühlst dich in deinem Zuhause nicht mehr so richtig sicher oder glaubst, deine Miete nicht bezahlen zu können oder hast das Gefühl, du wirst rausgeworfen oder deswegen ist es so, dass du gerade sehr, sehr stark daran klammerst. Ja. Das ist ziemlich krass, was ich jetzt hier zeigt. Lass mich mal überlegen, was hier damit jetzt noch gemeint sein könnte. Ja. Bitte versuche das Ganze nicht irgendwie als Strafe zu sehen oder als irgendwie ein Trauma oder Schicksalsschlag oder so. Ich meine, ja, das kommt jetzt vielleicht wirklich so vor. Aber du wirst hinterher auf jeden Fall sehen, wozu es wirklich gut war, warum du diese Situation jetzt gerade durchmachen musst. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, du bist gerade trotzdem selbst dein schlimmster Feind. Das, was hier gerade los ist. Es heißt nicht, dass es wirklich der Wahrheit entspricht, sondern ich sage, okay, das ist momentan dieses Sicherheitsdenken, was du hast. Das bedeutet nicht, okay, dass du wirklich dein Zuhause oder diesen anderen Menschen verlieren wirst. Das ist lediglich, ja, das sind lediglich deine Ängste auch irgendwo. Na? Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal hier drüben. Diese Karte sagt aus, was dich gerade blockiert oder ja, was dich gerade blockiert oder was bei dir blockiert ist. Und da haben wir jetzt hier die drei der Stäbe. Und das ist so dieses, ja, diese. Das ist für mich diese klassische Energie des Optimismus. Voller Vertrauen und Zuversicht nach vorne gucken. Und das ist das, was gerade bei dir blockiert ist. Du hast wirklich gerade das Gefühl, dass deine Welt zusammenbricht. Es tut mir leid, wenn ich jetzt so ganz klar reden muss, aber ich denke, so wirst du mich am besten verstehen. Na? Also du hast wirklich gerade das Gefühl, dass deine Welt irgendwo zusammenbricht. Vielleicht in Bezug auf eine bestimmte Person, vielleicht einen Wassermann, es kann aber auch ein anderes Luftzeichen sein, Zwillinge oder Waage. Oder aber es geht ja wirklich um dich, dass das dich darstellt. Ja, vielleicht bist du ein Luftzeichen, wenn du gerade zusiehst. Oder aber es geht ja wirklich um bestimmte Energien. Ne? Weil wie gesagt, der König der Schwerter, der steht wirklich für einen weisen Rat, für, ja, für Redegewandtheit, für Schlagfertigkeit, für Scharfsinn, das Logische, das Unterkühlte, dieses Unnahbare auch eventuell. Und das ist nämlich genau das, was ich hier irgendwo auch gefühlt habe. Möglicherweise war es so, dass du in letzter Zeit sehr, sehr distanziert warst, andere nicht wirklich an dich herangelassen hast. Du warst sehr unterkühlt vielleicht auch ein bisschen. Ich sage nicht, dass du so bist von Natur aus. Ich sage lediglich, dass du, ja, vielleicht in gewisser Weise schon so warst. Ja, das heißt aber nicht, dass du es von Natur aus bist, um Gottes Willen. Und deswegen sagt nämlich das Ass der Kelche jetzt hier oben, okay, lerne wieder deine Gefühle zu zeigen. Wenn sich dir eine gefühlvolle Chance bietet oder wenn sich dir eine Chance bietet, deine Gefühle zu offenbaren, dann tue es. Ja. Und wie gesagt, das, was dich gerade blockiert oder was bei dir blockiert ist, das ist wirklich das Vertrauen in die Zukunft. Das ist wirklich hier dieses langfristige Planen. Das ist, ja, wie gesagt, Pläne, das ist immer so eine Sache. Aber hier geht es wirklich um den Optimismus, um spezielle Visionen, die man hat für sein Leben, für die Zukunft, was man erreichen möchte. Das blockiert dich gerade. Lass mich das mal abklären. Ziemlich interessant, das Ganze. Okay, was bedeuten jetzt die drei der Stäbe in der Blockade? Ja, das ist deine Sichtweise. Das ist deine Sichtweise. Das dritte Haus, hier geht es ebenfalls um Kommunikation. Herrscht übrigens, also Merkur ist der Herrscherplanet vom dritten Haus und wir hatten ja eben schon Merkur. Also geht es hier definitiv entweder wirklich um deine Sichtweise oder vielleicht auch um deine Gedanken. Deine Gedanken, das ist das, was dich gerade blockiert. Ja, möglicherweise ist es auch ebenfalls so, dass du noch viel zu sehr zurückschaust in Bezug auf das, was da passiert ist. Ja, aber wie gesagt, hier gibt es ein bestimmtes Ziel, was du hier erreichen möchtest. Und hier wird gesagt, okay, Augen zu und durch. Wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest, dann musst du auch damit rechnen, dass es hin und wieder natürlich Niederlagen geben wird oder wo du nicht weiterkommst oder was nicht so klappen wird, wie du es dir vorgestellt hast. Wichtig ist doch natürlich, okay, dass du irgendetwas machst. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, das, was ich ebenfalls blockieren könnte, ist Social Media, weil dafür steht ebenfalls das dritte Haus. Social Media, Facebook, Instagram, YouTube, das blockiert dich. Möglicherweise auch Fernsehen oder irgendwelche Nachrichten. Ja, irgendetwas, was mit Kommunikation, Social Media zu tun hat, das ist das, was dich gerade blockiert. Und deswegen ist es so, dass du dich nicht auf dein Ziel, auf deine Vision fixieren kannst oder konzentrieren kannst, sagen wir es mal so. Ja, diese ständige Gesuche nach Antworten, auch in irgendwelchen Orakellegungen, das ist das, was dich gerade blockiert.
Weil dann bist du nämlich nicht wirklich bei dir und hörst nicht auf deine eigene Intuition. Ja, wenn du ständig nach Antworten im Außen suchst. Ja. Also Social Media blockiert dich eventuell gerade. Möglicherweise geht es aber auch um Geschwister, weil das dritte Haus steht auch für Geschwister. Aber das glaube ich jetzt weniger. Ich habe das Gefühl, okay, Social Media, deine Gedanken, das blockiert dich gerade. Also wenn du viel zu sehr gerade auf Social Media festhängst, auf Facebook, YouTube, Instagram, das blockiert dich gerade. Ganz eindeutig. Muss ich es leider so sagen, wie es ist, auch wenn es etwas sein könnte, was dir überhaupt nicht gefällt. Ja, und es gibt normalerweise, und was heißt normalerweise? Und das würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Es gibt nun mal sehr, sehr viele Menschen, die den ganzen Tag wirklich Orakel angucken, nur um endlich das zu hören, was sie hören wollen, um irgendwelche Bestätigungen zu erhalten. Ne, dabei haben diese Menschen vollkommen den Draht zu der eigenen Intuition verloren. Bitte pass auf, dass es nicht auch noch dir passiert. Ja, es kann sein, dass es dir gerade schon passiert ist, aber deswegen erlebst du auch sozusagen gerade diesen Weckruf. Deswegen ist es nämlich so, dass einiges bei dir zusammenzubrechen scheint. Ja, du das Gefühl hast, scheiße, die Welt geht unter. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Ja, meine Güte, was ist da los? Das Einzige, was lediglich hier momentan einfach abgeht, oder was hier, wo du wachgerüttelt wirst, ist in deiner Art und Weise, wie du denkst. Ja, wie du sprichst. Worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, worauf du deinen Fokus legst. Ja, das ist das, was da gerade aufgerüttelt wird, so ein bisschen, weißt du? Ich muss jetzt gerade eine Karte aufheben. Hier ist nämlich gerade eine runtergefallen. Genau. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter. Diese Karte hier unten sagt aus, das ist deine Vergangenheit, die immer noch Einfluss auf dich hat. Schauen wir mal. Der Page der Münzen. Okay, das könnte jetzt irgendeine Person sein, die eventuell jünger sein könnte als du. Ein Erdzeichen, Jungfrau, Stier oder Steinbock. Vielleicht geht es hier aber auch um ein Kind, glaube ich weniger. Aber es könnte sein. Auf jeden Fall steht der Page der Münzen für die Energie des Kindes, für das Potenzial, dafür, dass noch Luft nach oben ist. Also für mich ist der Page der Münzen auch eine sehr, sehr unreife, unerwachsene Energie. Und ich glaube, dass es bei dir jetzt an der Zeit wird, bitte verstehe mich richtig. Ich glaube, du bist gerade in einer Situation, wo es an der Zeit wird, aufzuwachen und erwachsen zu werden. In dem Sinne, dass du nun wirklich für das gehst, was du wirklich möchtest und dich nicht länger irgendwie zum Opfer deiner Umstände machst und nicht länger die ganze Zeit auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen rumhängst. Ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen krasser sagen muss, aber so spüre ich das gerade rein. Ich spüre bei dir so eine richtige Strenge gerade. Also nicht, dass du so bist. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade so ein bisschen so reden muss. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ja, aber ich bin nun mal sehr, sehr hellfühlig, deswegen weiß ich ungefähr, okay, was abgeht. Es könnte natürlich aber auch sein, was dich immer noch aus deiner Vergangenheit verfolgt, ist eventuell vielleicht ein berufliches Angebot. Pagen stehen für Angebote, für neue Etappen, neue Chancen. Möglicherweise geht es aber auch irgendwie um eine Chance, die schon die ganze Zeit auf dich wartet, aber irgendwie machst du nichts. Ja, deswegen, diese Chance verfolgt dich schon die ganze Zeit, auch aus deiner Vergangenheit. Auch jetzt gerade. Ja? So, ich würde sagen, wir klären die ebenfalls mal ab. Das ist jetzt hier der Page der Münzen. Okay, was bedeutet der jetzt genauer? In der jüngsten Vergangenheit oder in der Vergangenheit allgemein? Opposition, Balance. Es geht hier um irgendwelche Spiegelthemen. Es geht hier um irgendetwas, womit du hier konfrontiert werden möchtest. Es geht hier um Disziplin. Es geht um irgendetwas, was ich manifestieren möchte, was in die Tat umgesetzt werden möchte, aber auch. Aber wie gesagt, es geht hier auch um Trigger. Das spüre ich ganz klar. Konfrontation und um Spiegeln. Ich brauche noch eine. Eine Karte möchte ich jetzt ganz gern noch. Achte Haus mit Intimität schon wieder, okay. Es könnte sein, dass es jetzt wirklich hier eine Person ist, die hier wie zu, ja, die einfach dein Spiegel war. Oh, folgendes. Ich bekomme gerade was rein. Das war eine Person, mit der du eine Verbindung hast oder hattest. Mit dieser Person warst du wahrscheinlich auch fest zusammen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Diese Person war mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder jünger als du oder vom Geist her noch nicht wirklich ganz so reif. Noch ein bisschen unerfahren auch eventuell. Naiv oder, ne? Ich habe das Gefühl, dass diese Person wirklich dein Trigger war. Ne? Aber dadurch, dass diese Karten oder diese Person, ne,
dass es ja etwas ist aus der Vergangenheit, was dich auch immer noch heute beeinflusst, ist Folgendes. Diese Person hat dir gewisse Themen gespiegelt, hat dir gewisse Themen gezeigt oder diese Situation im Beruf, weil wie gesagt, Page, das kann auch wirklich das Berufliche sein. Hier wurde dir irgendetwas gezeigt, irgendwie wurde dir der Spiegel vor deinem Gesicht gehalten. Ja, die andere Person, die äußeren Umstände, was auch immer. Aber diese Kombination in diesem Hause hier, der Vergangenheit, was immer noch Einfluss auf dich hat, ist einfach, dass du noch nicht daraus gelernt hast. Ja, irgendetwas aus der Vergangenheit in Bezug auf dieses Thema, was ich gerade gesagt habe, zeigt sich nicht. Oder, was, nee, zeigt sich schon. Da ist, Entschuldigung, oh mein Gott. Es zeigt sich schon, aber irgendwie hast du noch nicht daraus gelernt. Das ist jetzt hier ziemlich eindeutig. Irgendetwas wurde dir jetzt hier sozusagen gezeigt. Diese Person oder diese Situation ist auf jeden Fall ein Spiegelbild. Ist dein Spiegelbild sozusagen. Ja. Das achte Haus, da geht es natürlich aber auch um, ja, es geht wie gesagt um Sexualität, es geht um diese leidenschaftliche Verbindung, ne? Es geht wahrscheinlich auch um, die Karte steht auch für Stalking, Geheimnisse auch irgendwo, für die Unterwelt. Unterwelt, damit ist einfach dein Inneres gemeint, was nicht angeschaut wird oder nicht angeschaut werden möchte. Das ist einfach das, was damit gemeint ist. Irgendetwas aus der Vergangenheit hast du dir immer noch nicht angeschaut, obwohl es dir schon gespiegelt wurde. Ja, das ist der Grund. Entweder wirklich etwas Berufliches oder aber eine Person hier. Diese Situation wollte dich auf jeden Fall auf etwas aufmerksam machen, schon vor einer Weile. Aber dieses Thema wiederholt sich. Das, was du gerade durchmachst, wiederholt sich gerade, weil du jetzt sozusagen davon heilen möchtest. Hier kommt Chiron mit Heilung. Also einige werden davon auf jeden Fall heilen. Ja. Ich weiß nicht genau, was das ungefähr ist bei euch. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall diese Situation oder diese Person euch den Spiegel vorgehalten hat. Diese Person war dein Spiegelbild oder deine oder diese Situation, was auch immer das jetzt hier ist. Aber dadurch, dass es immer noch Einfluss auf dich hat, hast du eben noch nicht daraus gelernt. Und jetzt hast du die Chance dazu. Deswegen nämlich auch der Turm. Ne? Ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter. Und diese Position, das ist deine nahe Zukunft. Das ist das, was in naher Zukunft auf dich zukommt. Und da, wow. Ach, das ist schön. Das ist die Welt. Und die Welt sagt wirklich, okay, du wirst auf jeden Fall ankommen. Du wirst etwas zu Ende bringen, weil es ist die letzte Karte in der hohen Arkana. Also bedeutet das, okay, es kommt ja auf jeden Fall etwas zum Abschluss. Du wirst ankommen. Du wirst auf einen Höhepunkt deines Lebens sozusagen zusteuern. Du wirst das Ganze auf jeden Fall schaffen. Ja, in naher Zukunft wird das auf jeden Fall so kommen. Du wirst es schaffen, du wirst das Ganze vollenden, du wirst es vervollständigen auf jeden Fall. Ja, lass mich mal gucken, was die Welt jetzt noch genauer zu sagen hat. Wie gesagt, die Welt, das ist einfach wow. Lass mich mal gucken. Ja, dieses Ankommen, dieses Angekommensein, dieses am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein nach irgendwo. Ja, ich bekomme auch bei einigen von euch so ein Stück weit, ja, dieses Paradies rein. Ne? Es kann natürlich aber auch sein, dass dann die Welt dir zu Füßen liegen wird. Man weiß es ja nicht. Also das kann irgendwo schon bedeuten, okay, dass du deine Berufung finden kannst oder den richtigen Partner. Das kann schon darauf hindeuten. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was die Welt jetzt hier genauer zu sagen hat in der nahen Zukunft. Das sechste Haus, da geht es um Arbeit, eventuell. Das sechste Haus, da geht es auch um deine, es geht um gewisse Gewohnheiten. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Gewohnheiten vielleicht auch, aber dafür steht nicht das sechste Haus. Okay, vielleicht trifft es auf einige von euch zu, dass es da hier irgendwie um Gewohnheiten gehen könnte. Aber dafür steht nicht das sechste Haus. Hier geht es wirklich um Arbeit. Es geht um irgendwelche täglichen Arbeiten, um Routinen, um Organisation, um sich zu organisieren, um Dienst, der Welt dienen, Dienst an der Welt. Das könnte bei einigen von euch auf jeden Fall der Fall sein. Hier geht es aber auch um Details. Es geht um dein Wohlbefinden und um deine Gesundheit auch irgendwo, um neue Methoden. Ja, lass mich mal gucken, was dir gefallen ist. Transformation. Also hier wird sich bei dir einiges transformieren. Sowohl bei dir in der Gesundheit, das ist einfach das, was ich spüre. Möglicherweise ist es sogar auch so, dass du gerade körperlich überhaupt nicht, dass du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper oder dass du dich kränklich fühlst oder dass du krank bist auch, dass du
dich überhaupt nicht wohlfühlst, dass du dich nicht schön findest, aber wie auch immer. Aber rechne damit, in der nahen Zukunft wirst du das auf jeden Fall transformieren können. Da wird einiges nochmal beendet werden. Ja, möglicherweise sogar auch den ein oder anderen Job. Das kann sein, weil wie gesagt, Pluto ist immer etwas, was endet. Und hier haben wir das sechste Haus, was für die Arbeit steht. Also es könnte sein, dass bei einigen von euch hier auf jeden Fall eine Arbeit wegfallen wird. Es kann aber auch einfach sein, dass du deine kompletten Routinen, die Art und Weise, wie du in den Tag lebst oder die Art und Weise, wie du gewisse Dinge getan hast, mit welcher Einstellung dahinter, dann kann es wirklich sein, dass es hier auf jeden Fall sich transformieren wird. Ja? Lass mich mal weiter gucken, wofür das Ganze noch steht. Möglicherweise geht es aber auch um deine spirituellen Fähigkeiten, weil hier sehen wir auch, okay, es geht hier um gewisse Fähigkeiten. Der Herrscherplanet vom sechsten Haus ist übrigens auch Merkur. Wir hatten vorhin, glaube ich, das dritte Haus, das war hier. Und Merkur ist vorhin da oben, glaube ich, gefallen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Auf jeden Fall geht es hier um deine Gedanken. Es geht wieder auch um die Art und Weise, wie du kommunizierst und vielleicht sogar auch, wie du mit dir selber kommunizierst. Weil, wie ich am Anfang hier gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass du dich selber so ein Stück weit selbst sabotierst. Ne, du sabotierst dich selbst, du hast schlechte Gedanken, du redest schlecht mit dir selbst, du gehst sehr, sehr schlecht mit dir um, auch in Bezug auf das Thema Gesundheit eventuell. Ja, ich habe das Gefühl, in der nächsten Zeit wird sich das hier auf jeden Fall ändern. Und wie gesagt, die Welt steht einfach dafür, dass etwas vervollständigt wird. Etwas kommt ja auf jeden Fall zum Abschluss. Ja. Wow, interessant. Wie gesagt, die Welt ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Karte. Eine der besten sozusagen. So, und diese Position hier unten sagt aus, ja, das bist du. Das ist deine jetzige Energie. Das ist einfach das, was dich gerade darstellt. Und da haben wir den Stern. Du bist Wassermann, oder? Ich habe vorhin Wassermann-Energie gespürt. Das elfte Haus hat sich gezeigt, Herrscher über Wassermann. Der König der Schwerter ist ein Luftzeichen und hier der Stern steht für Wassermann. Also es könnte sein, dass du ein Wassermann bist. Nur mal so nebenbei. Haben wir hier übrigens auch Wassermann, ne? Aber wie gesagt, der Stern, das ist die höchste Schutzkarte im Tarot. Also, was dich gerade darstellt, ist folgendes: Du bist hier sozusagen wirklich beschützt. Der Stern sagt immer aus, es wird alles gut werden. Du bist beschützt, aber der Stern steht für mich auch immer, es wartet eine gute Zukunft auf dich. Ja, Wünsche erfüllen sich sozusagen. Möglicherweise widmest du dich nun auch Themen wie Astrologie. Astrologie, es geht wahrscheinlich um dieses Futuristische, wo du dich hingezogen fühlen könntest, dieses Moderne, Modernität, das Futuristische, ja, dieses Experimentelle, Wissenschaft. Vielleicht interessierst du dich wie Themen wie Wissenschaft. Vielleicht bist du eine Person, die sehr, sehr gerne lernt, sehr, sehr gerne erforscht, sehr, sehr viel Wissen aneignen möchte. Und ich glaube, das ist gerade die Energie, die dich gerade so ein Stück weit begleitet und das, was dich darstellt, wie gesagt, ne? Aber wie gesagt, der Stern, das ist wirklich die höchste Schutzkarte. Also bedeutet das auch irgendwo, ja, du bist hier beschützt. Ja. Wow. Okay. Warte mal. Diese Karte werde ich jetzt auch mal abklären. Da habe ich jetzt Lust drauf. Ich habe wirklich den Eindruck, dass du jetzt gerade Lust auf was Neues hast. Auf etwas anderes irgendwo auch. Das Gefühl werde ich ja irgendwie nicht los bei dir. Und das ist irgendwo auch das, was die Sechster Schwerter sagen. Also die Wissenschaft, Sechster Schwerter, ne? Also da geht es auch um Offenheit, Neugier, etwas Neues lernen, ne? Lust auf irgendwas Neues. So, schauen wir mal, was jetzt der Stern genauer zu sagen hat bei dir in deinem Haus sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich die beiden nehmen soll. Ich nehme die mal zurück. Löwe. Ja, was das einfach genauer bedeutet. Und das ist jetzt hier die Energie des Löwen. Vielleicht bist du auch Aszendent Löwe oder hast Mond im Löwen oder bist Löwe, hast Aszendent Wassermann, das weiß ich jetzt nicht. Nichtsdestotrotz, Löwe ist diese, ja, das ist eine sehr, sehr offene Energie, dieses Direkte, dieses Warmherzige auch irgendwo. Man ist wirklich sehr offen anderen gegenüber, man schäkert sehr, sehr gerne, man flirtet sehr, sehr gerne, man zeigt sich wirklich so, wie man wirklich ist. Und ich glaube, das ist einfach die Energie, die du wirklich bist. Das ist das, was dich eigentlich darstellt. Ja. Du bist von Natur aus natürlich auch sehr, sehr selbstbewusst. Das ist einfach das, was ich bei dir reinbekomme. Du bist sehr selbstbewusst auf jeden Fall. Warmherzig, auch vertrauenswürdig. Ja.
Okay, so gucken wir uns jetzt mal diese Position an. Und das sind sozusagen die äußeren Einflüsse. Das hat Einfluss von außen auf dich. Hierbei kann eine Person gemeint sein oder eine gewisse Situation. Wie gesagt, entweder ist es jetzt etwas, was dich fördert, was dich weiterbringt, oder es ist etwas, was dich blockiert. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall etwas, was dich blockiert. Also man hat hier, im Außen geschieht ja wahrscheinlich etwas, was. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Bezug auf eine bestimmte Person ist. Wenn ja, dann Vorsicht. Weil die sieben der Schwerter stehen wirklich für Lügen. Für Hinterhalt, für Betrug, für Falschheit. Man macht sich ja aus dem Staub. Man zieht sich aus einer Affäre. Ja, also wahrscheinlich hast du es mit irgendeiner Person zu tun, die nicht so ganz ehrlich zu dir ist, die eventuell dich auch betrügt und die dich eventuell hinters Licht führt. Ja, das kann jetzt hier wirklich der Fall sein. Möglicherweise ist es aber auch so, dass es keine Person ist und dass du es hier mit einer Situation zu tun hast, die nicht richtig für dich ist, die dir nicht dient. Lass mich die mal abklären. Möglicherweise kommt doch irgendetwas auf dich zu, was nicht zu dir gehört. Weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir klären das mal. Sieben der Schwerter, was bedeuten die jetzt in den äußeren Einflüssen? Okay, die war's. So, da hast du jetzt hier, warte, erstmal die hier. Stier. Entweder geht es hier um eine Stierperson, der absolut nicht ehrlich zu dir ist, oder aber es ist jemand mit Aszendent Stier, Mond im Stier oder allgemein sehr, sehr Stier betont. Oder es ist einfach jemand, der wirklich sehr, sehr bodenständig ist, auch irgendwo. Ja, wie gesagt, ein Erdzeichen. Es könnte wirklich entweder ein Stier sein oder aber es geht ums Geld. Weil Stier steht auch für deinen Besitz, für dein Eigentum, fürs Geld, für deinen Wert aber auch einfach. Möglicherweise ist es auch so, dass du entweder nicht, ja, dass du vielleicht aber auch nicht so gut behandelt wirst mit anderen oder von anderen, mit anderen. Möglicherweise ist es so, dass du von anderen nicht so gut behandelt wirst. Ja, dann hat das aber auch immer etwas mit dir selber zu tun. Dann darfst du gerne mal schauen, okay, behandle ich mich denn eigentlich genauso, wie ich von anderen behandelt werden möchte? Diese Frage darfst du gerne mal stellen. Na, also wie gesagt, es könnte wirklich sein, dass dich hier jemand hinters Licht führt. Oder aber, dass mit deinen Finanzen irgendetwas hier nicht stimmt, dass du wirklich aufpassen musst, dass du hier nicht irgendwie betrogen wirst. Also Vorsicht vor irgendwelchen Ausgaben, die nicht wirklich sein müssen. Na, also wirklich hier Vorsicht in Bezug aufs Geld. Was haben wir jetzt hier? Skorpion. Skorpion steht für Manipulation, für Gier. Pass hier ein bisschen auf, wem du vertraust, wem du dein Geld eventuell anvertraust oder wem du allgemein deine Zeit schenkst. Es muss nicht unbedingt um das Thema Geld gehen. Es kann aber. Ja, wahrscheinlich hast du es hier auch mit einem Skorpion zu tun. Skorpion steht aber auch immer so ein bisschen für Gefahren. Ich sage nicht, dass die Menschen so sind. Also bitte richtig verstehen. Ich rede von der Energie. Und also geht es hier aber auch irgendwo um vielleicht gewisse Gefahren. Also pass hier ein bisschen auf wegen deinem Geld, weil du könntest hier auf jeden Fall betrogen werden. Ja, was spüre ich jetzt hier noch? Ja, Lügen, Manipulation, dieses Zerstörerische in Bezug auf deinen Wert. Möglicherweise gibt es Menschen im Außen, die deinen Wert nicht zu schätzen wissen, die deinen Wert nicht erkennen und dich deswegen hinters Licht führen, dich betrogen, dich betrügen, dich belügen sozusagen und die hier auf jeden Fall runterziehen möchten. Das könnte ebenfalls der Fall sein. Es könnte aber auch sein, dass du es hier mit zwei Personen hast, die nicht ehrlich zu dir sind, vielleicht auf Arbeit, entweder ein Stier oder ein Skorpion, ja? Das kann jetzt hier ebenfalls der Fall sein. Möglicherweise werden einige von euch leider auch betrogen. Ich muss es leider so sagen, wie es ist, weil Skorpion steht auch für Sexualität. Und hier in Kombination mit den sieben der Schwertern, das ist der Betrug. Ja, also. Wie gesagt, das könnte jetzt hier alles Mögliche bedeuten. Es ist ein allgemeines Orakel. Ich kenne dich gerade nicht. Ich weiß nicht, was gerade bei dir los ist. Also ich denke, du wirst schon wissen, was damit gemeint ist. Also Vorsicht vor Betrug, vor Lügen und so weiter, auch in Bezug auf das Thema Geld. So, jetzt aber nun diese Karte hier oben. Und das ist sozusagen die Herausforderung, der du dich jetzt nun stellen darfst. Das ist etwas, was dir nicht leicht fällt. Das fällt dir wahrscheinlich sogar sehr schwer. Aber dessen darfst du dich jetzt nun trotzdem stellen. Die Sonne. Das ist eine ziemliche Herausforderung, gerade wenn man jetzt wirklich in so einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, das Leben, das, ja, man verliert den Boden unter den Füßen. Das Leben bricht über einen zusammen, sozusagen. Aber hier wird wirklich gesagt, das ist der Herrscherplanet vom Löwen.
Herrscherplanet vom Löwen ist die Sonne. Und hier geht es um Lebensfreude. Es geht darum, dass du wieder mehr in deinen Spaß kommst. Wahrscheinlich auch wieder mehr mit Freunden unternimmst, mehr unter Freunden, mehr zu, ja, mehr mit Freunden unternimmst. Weil, wie gesagt, einige von euch bekommen hier wahrscheinlich Angebote von Freunden. Ja, und diesen Rat solltest du auf jeden Fall auch befolgen. Weil, wie gesagt, das 11. Haus hatten wir ja hier vorhin und das steht auch für Freundschaften. Also, hier geht es darum, dein Leben wirklich zu genießen. Aber die Sonne sagt irgendwo für mich auch aus: Umgib dich bitte mit positiven Dingen. Ja, und nicht mit irgendwelchen Blödsinn hier auf Facebook oder Social Media oder sonst irgendwas. Ja, das ist sehr, 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 sehr wichtig für dich. Na? Und die Sonne sagt übrigens auch aus: Vielleicht kann das auch darauf hindeuten, dass du bisher dein Licht verdunkelt hast und dass du dich nicht wirklich von deiner authentischen Seite gezeigt hast. Das könnte ebenfalls der Fall sein, dass du nicht gezeigt hast, wer du wirklich bist. Denn ich habe das Gefühl, dass du eine Person bist, die wirklich sehr, sehr freiheitsliebend auch schon irgendwo ist, weil wir hier sehen, wir sehen hier ein Pferd und du hast hier den Stern, was die Wassermann-Energie ist. Wassermänner sind sehr, sehr freiheitsliebend. Da geht es wirklich um dieses, ja, Gefühl von Freiheit auch irgendwo, ne? Und das Pferd steht für mich auch für Befreiung, für Freiheit. Ja. Das ist trotzdem die Lebensfreude, was ich bei dir spüre. Dieses Positive, dieses, ja, diese positive Zuversicht, dieser Spaß wieder an Leben. Ne, das ist momentan eine Herausforderung, der du dich jetzt nun stellen darfst. Aber auch diese Karte werde ich mal abklären. So, schauen wir mal. So, die eine Karte ist runtergefallen. Ich muss mal eben aufstehen. Ups, ich habe gewackelt. Entschuldigung. So. Okay. So, mal gucken, was da jetzt hier gefallen ist. Und da hast du jetzt hier der Aszendent. Es geht hier ganz klar um deine Ausstrahlung. Es geht darum, dass du jetzt bitte darauf aufpassen sollst, oder was heißt aufpassen sollst, dass du dich wirklich so anziehen sollst, dass du etwas aus deinem Typ machst, Punkt. Weil der Aszendent, das ist wirklich deine Attitude. Das ist deine Einstellung. Das ist das, wie du auf andere wirkst. Das ist das, was andere für einen ersten Eindruck von dir haben. Das ist der erste Eindruck. Das ist deine Aura. Also wird hier auf jeden Fall gesagt, arbeite hier wirklich an deiner Attitude. Arbeite hier an deiner Energie. Ja. Vielleicht sogar geht es auch darum, dass du wirklich damit anfängst, dich wieder richtig schön zu kleiden, sodass du dich wohlfühlst. Irgendetwas musst du hier machen. Es geht natürlich auch darum, in Bezug auf deinen Körper auch irgendwo, wie du dich selber siehst oder das ist der Aszendent ist immer genau das, wie andere dich wahrnehmen. Das ist der erste Eindruck. So wirkst du auf andere. Und hier in Kombination mit der Sonne geht es darum, dass du dich jetzt wirklich so kleiden sollst oder dich so wirklich, dass du wirklich in deine positive Energie kommen sollst und dass du dich so kleiden sollst, wie es für dich wirklich richtig stimmig ist, sodass du wirklich sagst, ja, das bin ich, so fühle ich mich richtig wohl, so kann ich wirklich mein Sein und so weiter genießen. Ja, es muss auf jeden Fall etwas widerspiegeln, was dich wirklich darstellt. Das ist jetzt hier auf jeden Fall wichtig und das ist momentan auf jeden Fall deine Herausforderung. So, was haben wir jetzt hier? Das 9. Haus. Okay. Das 9. Haus, da geht es irgendwo aber auch um Reise. Es geht um etwas herausfinden, etwas lernen. Das 9. Haus ist immer so die Suche nach, ja. Vielleicht ist es so, dass du von Natur aus sehr, sehr abenteuerlustig bist, dass du gerne auf Reisen gehst. Also, ich glaube, dass das vielleicht sogar auch eine Herausforderung für dich ist oder etwas ist, was schon irgendwo zu dir gehört, dieses Jahr gerne wegfahren wollen, das Leben genießen und ne? Möglicherweise geht es aber auch wirklich da darum, etwas ganz Bestimmtes jetzt nun zu lernen. Es geht aber auch um die Spiritualität. Ne? Aber wie gesagt, was damit einfach gemeint ist, es geht dir ganz klar um deine Attitude, deine Aura. Ne? Eindeutig. So, die letzte Karte, das ist jetzt wirklich die langfristige Entwicklung. Und wenn ich langfristig sage, dann meine ich ungefähr ein halbes Jahr. Darauf habe ich mich konzentriert. Also, deine langfristige Entwicklung. Schauen wir uns die mal an. Das ist jetzt der Ritter der Kelche. Okay. Der Ritter der Kelche, das ist wirklich eine sehr, sehr liebevolle Energie. Und da spricht man wirklich von Stimmungen. Es geht hier um Launen. Ne? Aber Ritter der Kelche, die ist, das ist immer etwas, was auf einen zukommt. Also, hier spricht man wirklich von.
Launen, von Stimmungen, Energien auch irgendwo. Und hier spricht man wirklich von den tiefen Gefühlen, von sehr, sehr tiefen Gefühlen, von Mitgefühl auch irgendwo. Man ist ja für jemanden da auch irgendwo, ne? Es kann natürlich sein, dass es die Energie ist, die dich darstellt. Aber es kann natürlich auch sein, dass du es hier mit so einer Person zu tun haben könntest. Entweder ein Fisch, Krebs oder Skorpion könnte das hier sein. Aber wie gesagt, der Ritter der Kelche, das ist für mich immer so dieses, ja, anderer etwas Gutes tun, die tiefe Liebe, tiefe Zuneigung zeigen. Wahrscheinlich auch jemandem was schenken, Aufmerksamkeit schenken oder vielleicht geht es ja aber auch um eine Entschuldigung, um eine Versöhnung. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter, was der Ritter der Kelche jetzt genauer zu sagen hat. Was bedeutet jetzt genauer hier der Ritter der Kelche? Den Numinous zeigt sich jetzt hier und diese Karte wollte auch. Hier geht es auch irgendwo um das Unbekannte, um etwas, was man noch nicht weiß, um das Okkulte, um Geister eventuell, um andere Welten. Es geht aber also ein Stück weit vielleicht sogar auch um Schattenarbeit. Das könnte jetzt bei einigen von euch ebenfalls Thema sein, dass man sich hier gewissen Dingen stellt, die bisher noch im Verborgenen waren. Und hier ist der Ritter der Kelche, also geht es hier um die Emotionen. Es geht entweder um deine spirituellen Gaben, die sich jetzt nun vertiefen, die sich nun verfeinern und die jetzt sozusagen zum Ausbruch kommen wollen, zum vollen Ausbruch. Weil hier geht es ebenfalls wirklich um, ja, deine spirituellen Gaben. Um deine Intuition anderer Welten, ne, dass du das wahrnimmst. Es geht aber auch um universelle Wahrheiten, um den Kosmos. Und hier Psychic Abilities, das sind deine spirituellen Fähigkeiten. Ich habe das Gefühl, einige von euch werden immer stärker intuitiv werden. Ihr werdet immer mehr in eure, ja, eure spirituellen Fähigkeiten werden sich hier auf jeden Fall vertiefen. Die werden sich hier auf jeden Fall verstärken. Und wie gesagt, das ist ebenfalls etwas, was irgendwo der Ritter der Kelche auch aussagt. Kelche ist nicht nur Gefühle, Emotionen, hier geht es auch um die Spiritualität. Ja? So, was haben wir jetzt hier? Die Karte war vor dieser und da haben wir jetzt hier das erste Haus. Das bist du. Das ist auf jeden Fall etwas, was dich darstellt. Aber das erste Haus, da sehen wir, dass irgendetwas auf dich zukommt. Eine Tür wird sich hier auf jeden Fall für dich öffnen. Es kommt hier eventuell auch zu einem Neuanfang. Aber das erste Haus, wie ich schon gesagt habe, da geht es um dich selbst. Das bist du. Dein Körper, Geist, Seele. Und ich habe das Gefühl, dass du immer mehr zu dieser Person wirst. Weil das hier, was ich gerade eben gesagt habe, ne, das ist auf jeden Fall ein Teil von dir. Und das ist genau das, was ich jetzt nun vertiefen möchte. Ich bekomme hier gerade schon wieder eine Skorpionenergie rein. Und Skorpion steht auch für mich, für diese Tiefe, für das Intensive. Ne? Also ich habe hier den Eindruck, deine Fähigkeiten könnten sich hier auf jeden Fall sehr, sehr stark vertiefen. Ich habe das Gefühl, etwas, was du bisher noch nicht wusstest über dich, allgemein jetzt, etwas, was du über dich selber noch nicht wusstest, was unbekannt war, wirst du hier auf jeden Fall herausfinden. Das Unbekannte, was bei dir noch in dir verborgen war, das wird sich jetzt nun für dich offenbaren. Was haben wir hier? Gelegenheit, wow. Du bekommst auf jeden Fall neue Gelegenheiten. Türen werden sich öffnen. Das Fenster ist offen und die Tür ist ebenfalls offen. Also bekommst du hier auf jeden Fall die Chance auf einen absoluten Neuanfang. Die Türen werden sich für dich öffnen und du wirst auch willkommen sein. Ja. Das ist richtig, richtig schön. Also noch, und vor allem, du hast ebenfalls den Kosmos an deiner Seite, ne? Weil diese Karte steht auch für den Kosmos, das Universum. Also ich habe den Eindruck, langfristig gesehen, innerhalb der nächsten 6 Monate wird das Universum, wird der Kosmos dir Türen öffnen, die vorher verschlossen waren, weil du dich transformiert hast. Und vor allem, weil es an der Zeit ist. Das ist die Botschaft, die ich gerade wirklich für dich reinbekommen habe. Das Universum wird die Türen öffnen. Das ist richtig krass. Okay, ich überlege, was ich dir jetzt noch Gutes tun kann. Im Prinzip habe ich jetzt hier alles gesagt, was zu sagen ist. Aber wie ich schon versprochen habe, werde ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Karten ziehen für dich, ein paar Orakelkarten, wo wir einfach mal schauen werden, okay, was kommt und, ne? Ich habe da jetzt ganz einfach Lust drauf. Okay. So, warte mal. Vielleicht gibt es da noch etwas, was ich abklären möchte. Nee, im Prinzip nicht. Im Prinzip habe ich jetzt hier alles gesagt, was zu sagen ist. Genau, also du wirst auf jeden Fall neue Gelegenheiten bekommen. Und wie gesagt, der Ritter der Kelche, der sagt auch immer, da kommt jemand auf dich zu, macht dir ein Angebot, ein Vorschlag, eine Offenbarung, auch eventuell. Das sind auch Offenbarungen.
Ja, und wie ich eben gesehen habe, irgendwas wird sich ja bei dir offenbaren. Etwas, was bisher am Unbekannten war. Etwas, was du nicht wusstest. Entweder etwas, was mit deinen Talenten zu tun hat, oder es kann auch etwas mit Gefühlen bedeuten oder zu tun haben. Irgendwelchen Gefühlen, die jemand für dich hat. Oder wie gesagt, das kann jetzt alles Mögliche bedeuten. Das kann ein Liebesthema sein, es kann aber auch um das Thema Beruf oder Finanzen gehen. Nun, das weißt du jetzt am besten. So, jetzt benutze ich das Kartendeck. Das Moonology-Orakel, das ist das Mond-Orakel. Ja, das ist dieses hier. Das gibt es übrigens auch auf Deutsch. Ne? So, da bekommst du jetzt auch noch Karten von mir. Einfach mal jetzt ganz allgemeine Botschaften für dich. Schauen wir mal. Die Botschaft für dich. Okay, die ist ziemlich eindeutig. Da bin ich schon ganz gespannt. Ich probiere es jetzt noch einmal. Okay, nee, die nicht. Möchte da jetzt noch eine Karte kommen? Ja, okay. Guck mal, unten drunter. Erwarte eine kraftvolle Veränderung. New Moon Eclipse. Also, es wird sich hier auf jeden Fall etwas ganz krass für dich verändern. Nichts wird mehr so sein wie vorher. Ne? Und das ist auch genau das, was man hier gerade sieht bei dir in der nahen Zukunft und jetzt die langfristige Entwicklung. Und wie gesagt, deine Grundenergie, das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so verkehrt, der Stern. Ne? Habe ich ja eben schon alles gesagt. So, was hast du denn jetzt hier? Da hast du jetzt hier, das ist schön. Ja, das ist der Vollmond im Steinbock. Und hier wird gesagt, dass bald das Ende eines taffen Zyklus erreicht ist. Na, das Ende eines taffen Zyklus wird hier auf jeden Fall bald erreicht werden. Aber für mich bedeutet Steinbock ebenfalls auch, okay, es geht hier schon so ein Stück weit um Disziplin. Es geht um Durchhaltevermögen, es geht um Ausdauer und es geht auch um harte Arbeit. Also wie gesagt, Steinbock sagt natürlich irgendwo auch, okay, der Zyklus, den du gerade durchmachst, der total hart ist, das wird bald beendet sein. Aber Steinbock sagt auch aus, okay, harte Arbeit. Knie dich wirklich dahinter, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest. Wenn es darum geht, deine Attitude zu verändern, deine Einstellung zu ändern, dich zu verändern, dich anders zu kleiden oder dich pos allgemein positiver zu werden, dann musst du hier etwas dafür tun. Arbeite mit Affirmationen. Führe ein Tagebuch, wo du Affirmationen niederschreibst. Sprich ein Dankgebet aus. Das ist sehr, sehr wichtig. Steinbock ist die Energie der absoluten harten Arbeit. Steinböcke tun wirklich sehr, sehr viel dafür, um wirklich erfolgreich zu werden und ihr Ziel zu erreichen. Und sie werden es auch erreichen, einfach weil sie sehr, sehr hart arbeiten und weil sie sehr, sehr ausdauernd sind. Ja, also diese Energie hast du hier gerade. Was hast du jetzt hier? Okay, interessant. Diese Karte sagt irgendwo auch aus, The World of Course Moon. Diese Karte sagt, dass es hier irgendetwas Besseres gibt. Wahrscheinlich im Bereich Karriere, weil Steinböck steht wirklich auch für die Karriere. Na? Also im Bereich Beruf. Karriere erwartet dich hier irgendwas Besseres. Falls du gerade wirklich einen Job hast, wo ich vorhin schon angedeutet habe, das könnte jetzt zu einem Ende kommen. Wie gesagt, da gibt es für dich nichts mehr. Da gibt es im Prinzip wirklich absolut nichts mehr. Wahrscheinlich ist es auch etwas, woran du immer noch so ein bisschen festhältst. Ja, es ist etwas, woran du eventuell noch festhältst. Aber es gibt da nichts mehr rauszuholen. Ja, etwas weitaus Besseres wartet da auf dich. Ich werde mal gucken, wofür die Karte noch steht. Die werde ich mal eben nachschlagen. So. Okay, diese Karte sagt ebenfalls auch aus, dass du daran glauben sollst, dass du genau das erhalten wirst, was du brauchst. Auch wenn es um das Thema Geld geht oder Finanzen oder wenn es darum geht, dass du dir Sorgen machst um deine Finanzen, ob du unterstützt wirst. Also vertraue darauf, dass deine Bedürfnisse auf jeden Fall erfüllt werden. Ja, und die Karte sagt ebenfalls auch aus, okay, nimm dir jetzt einfach mal eine Hauszeit. Oh mein Gott, nimm dir jetzt bitte auch mal eine Auszeit, weil Steinbock, es kann sein, dass du momentan sehr, sehr viel arbeitest, sehr hart arbeitest. Dann sagt diese Karte, okay, gönn dir jetzt bitte auch mal eine Auszeit. Hier geht es aber auch um Kontemplation und es geht auch um Meditation. Ja, ich glaube, dass das gerade wirklich sehr, sehr wichtig ist. Gerade wenn man viel zu sehr auf das Außen fixiert ist. Gerade wenn man sich viel zu viele Sorgen macht um Partnerschaft, Beruf, Finanzen und so weiter. Wie gesagt, dann ist wirklich jetzt hier gesagt, okay, nimm dir einfach mal eine Auszeit. Du hast jetzt hier erstmal genug gearbeitet, also, ne?
Du weißt schon, habe ich eben schon alles gesagt. Okay, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich benutze. Und wie ich schon gesagt habe, hier, kraftvolle Veränderung, ne? Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich benutze, das ist das Work Your Light Orakel von Rebecca Campbell. Das schauen wir mal. Eine sehr, sehr interessante Legung hast du hier. So, schauen wir mal. Work Your Light Orakel. Was ist jetzt hier die Botschaft für dich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also die Karte hier Lemuria, die ist der Wahnsinn. Also Lemuria sagt, da geht es darum, den Himmel auf der Erde zu kreieren. It's happening. Es passiert. Diese Karte sagt hier wirklich, es passiert gerade, dass du wirklich den Himmel auf Erden kreierst. Und wie ich schon gesagt habe, hier die Welt, die sagt für mich irgendwo etwas Ähnliches aus. Ich habe ja vorhin gesagt, das Paradies. Und Lemuria ist ein absolutes Paradies, beziehungsweise gewesen. Na, du weißt schon. Also Himmel auf Erde kreieren. Es ist, ich habe das Gefühl, das ist für dich bestimmt. Aber wichtig ist natürlich, dass du das Alte erstmal loslässt. Ja, dass du keine Verlustängste mehr hast und ja, dass du einfach das geschehen lässt, was da geschehen möchte, da sozusagen. Ne? Wie gesagt, creating heaven on earth. Also falls du wirklich deinen Himmel auf die Erde kreieren möchtest, deinen persönlichen Himmel auf Erde kreieren möchtest, also sprich auf Deutsch, wenn du wirklich das Leben führen möchtest, was du, was für dich bestimmt ist, ist es wichtig, auch irgendwo was etwas dafür zu tun. Hart zu arbeiten in Bezug auf deine Ziele, was du hier, was du dir vornehmen möchtest. Was sind deine Ziele, die du jetzt gerade hast? Das kann jetzt zum Beispiel sein, sowas wie abnehmen, mehr in deine Positivität zu gehen, positiver über dich zu denken. Dann fang damit an. Ja. Und halte dich von irgendwelchen negativen Kommunikationen fern oder von irgendwelchen negativen Menschen und vor allem auch von Social Media, weil das ist nämlich genau das, was dich blockiert, ne? Du erinnerst dich. So, was hast du jetzt hier als nächstes? Birthing a New Age. Also hier geht es darum, dass ein neues Zeitalter sozusagen kreiert werden möchte. Dass da etwas Neues auf jeden Fall geboren wird. Ein neues Zeitalter für dich auch irgendwo. Ne? Es geht auch darum, dass irgendwelche neuen Ideen, ja, neue Ideen irgendwie bei dir verwirklicht werden möchten. Es geht wirklich darum, dass du jetzt hier etwas kreieren sollst. Eine neue Welt, wie deine Welt auszusehen hat. Damit sollst du jetzt hier wirklich anfangen, etwas hier in die Tat umzusetzen. Das ist die Tat, Steinbock. Von nichts kommt nichts. Es reicht nicht, wenn du darüber träumst, weil du musst auch ins Tun kommen. Das ist das, was Steinbock sagt. Na? Okay. So, jetzt werde ich das letzte Kartendeck für dich benutzen. Und jetzt benutze ich das Erzengel Michael Orakel. Bin ich mal gespannt, was Erzengel Michael dir zu sagen hat. Schauen wir mal. Also für all diejenigen unter euch, die jetzt wirklich hart die da jetzt wirklich hart dran sind, die da wirklich jetzt alles Mögliche tun, um wirklich das Leben zu verbessern, positiver zu werden, sich davon fernhalten, dann habe ich wirklich gute Nachrichten, weil dann passiert das jetzt hier alles schon. Dieses Himmel auf Erde kreieren, etwas Neues herbei rufen sozusagen, das neue Leben kreieren, das passiert dann, das ist dann sozusagen im vollen Gange. Auch wenn es im Außen vielleicht noch nicht ganz so aussieht, aber dann, das bedeutet auf jeden Fall, okay, es ist gerade dabei, ja? Okay, Erzengel Michael, was hat er jetzt hier zu sagen? Es ist auf jeden Fall die hier. Energieheilungsarbeit. Das überrascht mich nicht, um ehrlich zu sein. Genau, Energieheilungsarbeit. Es geht darum, dass du deine Energie heilen sollst. Mehr raus in die Natur gehen, mehr Salzbad, Affirmationen oder, ja, wie gesagt, dafür ist es natürlich auch notwendig, dass man all das, was einem schadet, weglässt. Ja, eine Karte möchte ich noch. Oh, die ist jetzt aber weit geflogen. Moment. Ah, hier unten ist er. Okay, ich habe sie. Achte auf deine Träume, zeigt sich hier. Ja, genau. Ich habe sowieso das Gefühl, dass du sehr, sehr intuitiv bist.
Also achte hier auf jeden Fall auf deine Träume, denn diese haben anscheinend wichtige Botschaften für dich. So. Und dann hast du jetzt hier, es ist an der Zeit, diese negative Situation zu verlassen. Hier, Energieheilungsarbeit. Also eindeutig, hier wird auf jeden Fall gesagt, dass du an deiner Energie arbeiten sollst. Und das ist genau das, was momentan deine Herausforderung ist. Also sagt dann nämlich hier auch der Steinbock, der sagt, okay, es ist wichtig, dass du etwas dafür tust, weil von nichts kommt nichts. Ohne Fleiß kein Preis. So einfach ist das. Wenn du wirklich ein positives Leben führen möchtest, wenn du ein erfolgreiches Leben führst, dann musst du deine Energie und dein Leben auch dementsprechend darauf ausrichten. Ja? Dann kannst du so etwas wie Negativität, schlechte Menschen, die nur über andere lästern, nicht gebrauchen. Ja, das ist wichtig für dich, dass du damit anfängst. Du musst es wirklich wollen und dementsprechend wirklich Schritte unternehmen. Das ist das, was hier eindeutig damit gemeint ist. Also hier, es ist an der Zeit, das Negative loszulassen oder diese negative Situation zu verlassen, Energieheilungsarbeit und wirklich auch hier sozusagen mal auf deine Träume achten, weil ich habe das Gefühl, dass da auf jeden Fall einiges, dass dir auf jeden Fall einiges offenbart wird. Ja. Ich überlege, ob ich dir vielleicht jetzt noch irgendwas Gutes tun kann. Ich werde mal schauen, wie es für dich jetzt allgemein in der nächsten Zeit weitergeht. Das mache ich jetzt mal zum Abschluss. Da habe ich jetzt gerade richtig Lust dazu. Eine sehr, sehr interessante Legung. So, wie geht es jetzt hier in der nächsten Zeit weiter? Für all diejenigen mit diesem Orakel hier. Wie geht es jetzt in der nächsten Zeit erstmal so weiter? Nee. Konjunktion, Ermächtigung. Nee. Es geht auch wirklich darum, dass nun, dass du an einen Punkt gekommen bist oder noch kommen wirst, wo du über dich hinauswachsen sollst. Ja, wo du über dich hinauswachsen sollst. Es geht wirklich darum, Dinge in die Tat umzusetzen. Ins Tun kommen. Eindeutig. Und das ist genau das, was ebenfalls die Sechs der Schwerter am Anfang gesagt haben. Wenn du auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitest, dann musst du hier durchgehen. Auch wenn es bedeutet, dass du dich hin und wieder verlaufen wirst. Auch wenn es bedeutet, dass du in einer Sackgasse ankommst. Auch wenn es bedeutet, dass du mal ganz kurz wieder zurückgehen musst. Ja, aber wichtig ist, diesen Schritt zu gehen. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen zu bleiben. Ich meine, du kannst mal ganz kurz eine Pause machen und einfach mal über gewisse Dinge natürlich nachdenken und einfach mal überlegen, okay, was als nächstes. Aber pass bitte darauf auf, dass du nicht komplett stehen bleibst oder komplett aufgibst. Ja? Okay, wie geht es jetzt hier noch weiter? So, wie gesagt, du hast jetzt hier die Konjunktion. Hier geht es um Empowerment, also um die Ermächtigung. Und hier wird, ja, es geht also um die Ermächtigung, das, was ich eigentlich eben schon gesagt habe. Was haben wir jetzt hier noch? Das dritte Haus schon wieder, die Kommunikation, deine Gedanken, deine Sprache. Genau, das wird in der nächsten Zeit wirklich wichtig werden für dich. Nicht wundern, ich lese hier gerade nebenbei. Es geht ja wirklich auch darum, dass du jetzt wirklich ganz genau darauf aufpassen sollst und Obacht geben sollst, wer sind deine Verbündeten, welche Person meint es gut mit dir, was gibt dir Kraft und was gibt dir keine Kraft. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es hier auf jeden Fall um gewisse Menschen geht und schon wieder Social Media. Das ist hier ziemlich eindeutig. Okay. Also meine Lieben, ich hoffe, oder du Lieber, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.